Hallo, du Liebe. Wenn ein Mann sich distanziert, machen sehr viele wundervolle Frauen den Fehler, dass sie sich von diesem Schock der Zurückweisung nicht regenerieren. Sie geben ganz viel rein, sie tun, sie denken nach, sie versuchen eine Lösung zu finden. Sie sind sehr hinter ihm her, sehr auch gedanklich mit ihm und dieser Distanz beschäftigt. Ihre Angst wird immer größer, ihn zu verlieren. Ja, ihre Ausstrahlung ist verzweifelt, abhängig, anhänglich. Bitte komm zurück. Oder auch bitte entscheide dich für mich. Das ist eine abstoßende Energie und führt nicht dazu, dass er von sich aus wieder auf sie zukommt. Und was am allerwichtigsten ist, sie hat sich in diesem Prozess komplett verloren. Was ist jetzt wichtig, dass dir das so nicht passiert? Weil du kannst einen Mann von innen nach außen für dich zurückgewinnen, indem du ganz bewusst neu eine gesunde Verbindung mit ihm kreierst, die als allererstes in dir selber anfängt. Lass mich dir drei wichtige Schritte mitgeben. Der erste Schritt, wenn er sich distanziert hat, ist, dass du für dich sorgst. Das heißt, dass du komplett emotional verfügbar für dich selber bist. Dass du hinspürst, wie du dich fühlst und total dafür sorgst, dass es dir jetzt besser geht, unabhängig von ihm. Du übernimmst Verantwortung für dich und deinen emotionalen Zustand. Du bleibst bei dir. Mache nicht diesen Fehler, den du von ganz früher schon kennst, dass man nicht bei dir geblieben ist, als du aufgeregt warst, aufgewühlt warst, dich verloren gefühlt hast. Ja, da hat man dich vielleicht stehen gelassen, dich einfach nicht so beachtet, wertgeschätzt, dir das an Halt gegeben, was du gebraucht hättest. Wiederhole jetzt nicht diesen Fehler, weil das ist ein Trigger. Er hat dich angetriggert durch seine Distanz. Das ist eine Zurückweisung, die in dir etwas Altes antriggert. Und jetzt ist es wichtig, dass du bei dir bist, hinfühlst, hinspürst, bevor du irgendwas mit ihm tust, über ihn nachdenkst, ist es wichtig, dass du dich versorgst, bei dir bleibst, dich liebst, alle Register ziehst, dass du in einen Zustand findest, in dem du dich besser fühlst, mehr in Balance fühlst. Gehe dafür, bleib wirklich bei dir und gehe dafür, dass sich das Schritt für Schritt in dir neu entfalten darf. Das ist der erste Schritt. Den darfst du auf keinen Fall überspringen, weil du sonst niemals auf gesunde Art und Weise in eine Interaktion mit einem Mann bewusst neu finden kannst, und ihn für dich gewinnen kannst, dass es sich richtig gut anfühlt. Erster entscheidender Schritt. Zweiter entscheidender Schritt ist, dass du dich gedanklich klärst und dich selber daran erinnerst, was dein Bedürfnis ist. Dein Bedürfnis ist unter anderem, dass du möchtest, dass ein Mann von sich aus immer wieder aktiv auf dich zukommt und in herausfordernden Situationen auch von sich aus aktiv auf dich zukommt, sozusagen reingibt, dass das Ganze gemeinsam mit dir sich wieder nach vorne entwickeln kann. Du möchtest, dass er sich von sich aus mit dir committet, ohne dass du ihm einen Plan vorlegst, irgendwelche Vorlagen lieferst, sonst noch irgendetwas. Nein, er darf sich für dich entscheiden. Das ist erstmal ein Grundbedürfnis. Wenn du dich daran immer wieder erinnerst, in Liebe für dich selbst, wirst du in dem Moment, in dem du anstrengend kämpfst, dich anhalten, wertschätzen, bei dir bleiben, verlangsamen und stimmt. Das war ja gar nicht das, für was ich wirklich zu haben bin.
Weil in diesem Trigger der Zurückweisung, der Distanz, vergisst du das alles. Das ist wichtig. Sehr wichtiger zweiter Schritt. Nach dem ersten und zweiten Schritt kommt jetzt erst der dritte Schritt, dass du aus deiner inneren Balance mit neuem Selbstvertrauen, innerer Sicherheit bewusst neu mit ihm interagieren kannst. Wenn er auf dich zukommt, dich kontaktiert etc., bleibst du genau in dieser gesunden inneren Führung herzzentriert, weil im ersten Schritt hast du dein Herz für dich selber geöffnet. Ja, und jetzt interagierst du mit ihm herzzentriert gesund. Du gibst nicht mehr rein, als er gibt. Du fühlst und spürst gut hin. Du hörst auf deine körperlichen Signale. Du nimmst deine Wahrnehmung wichtig und ernst. Und da heraus interagierst du mit ihm. Lass sich eine neue Verbindung entwickeln, ohne dass sozusagen dein angestrengter Verstand da wieder reingerätscht. Dein angestrengter Verstand bekommt von dir eine gesunde Grenze aus deiner Herzzentrierung heraus. Und da heraus interagierst du mit ihm ganz neu. Wenn du in dir zentriert bist und bleibst, mit dir committed bleibst, dich wichtig und ernst nimmst, in Liebe mit dir bleibst, kannst du mit einem Mann gesund das von innen heraus geführt entwickeln, was du wirklich von Herzen dir wünschst. In diesem Sinne, alles Liebe für dich, pass gut auf dich auf, du bist wichtig und bis ganz bald. Bye, bye.